Okay, Achtung, probieren wir es einfach mal. Normalerweise ist er besser. So, wir beobachten mal den Michi bei seinen privaten Probenaufnahmen. Man beachte den Wäscheständer. Nach den Aufnahmen muss man das hier ein bisschen stärken, ne? Und haben wir jetzt so ein ganz bescheidenes Mahl gekocht, hier Gänseschenkel mit Spätzle und ja, ist da alles drin, so spanische Salami und Maronen, so halt das Übliche, was die Mofa-Kette so isst normalerweise, wenn es schnell gehen muss, ne? Aber ja gut, so sind halt bescheiden. Yummy, yummy. So, wo sind wir? Beim Adam. Genau. Was machen wir heute? Dummes Gesicht. Genau. So, der Peter, der begutachtet das jetzt, was die alle machen, ob das auch passt. Ne? Und da sieht er egal so viel. Ne? Ich muss mal kurz bei der Neife hin, oder? Leute! Ich bin sehr nach Zwiebeln. Was hast du? Was sieht lecker aus? Ah, verstehe. Ist der Koch. Echt jetzt? Und das, der passt auf, dass er auch das Richtige macht. Wir gehen hinab, denn wir sollen nicht mehr noch drüben schlafen.
schön. Barbie. Ja, die Frage. Warte, ich halt's mal. Also, die Quintessenz von dem ganzen Abend, jetzt momentan, ist, räumen wir jetzt alles ins Auto oder lassen wir den Abend sein und laufen wir einfach mit dem Abend entlang. Ich bin der Fahrer. Ne? Aber du siehst Auto, dann hättest du gekifft. Echt? Ne, du siehst du nicht kaputt aus. Ne, danke schön. Du? Er sieht ja nein. Aus wie Blüte neben. Nein, ich darf, also ich darf fertig aussehen, weil ich bin fertig. Schneid es raus für meine Eltern. Ich habe heute Abend echt erschreckend weite festgestellt. Ja? Ich habe die komplette Lache vom Hotte übernommen. Ich lache wieder heute. Mittlerweile. Und das ist ziemlich dreckig. Tja, jetzt habt ihr zwei Tage mit dem Hotte euch schon. Tschüss, mach nix! Okay. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir machen, ist ja egal. Ich glaube, wir bleiben hier, weil weiterlaufen, da wird man uns unweigerlich verlieren. Wohin denn laufen? Nein. Nee, wir bleiben hier. Ja, wir bleiben jetzt noch eine Stunde hier so, und dann packen wir es Richtung Heimat. Dann packen wir es richtig. Nee. Zwei Stunden. Wir bleiben noch hier, danach packen wir es Richtung Koltenbrunn. Gestern ein bisschen geschwitzt. Oh ja, das sieht man auf den Fotos. Also, jetzt geht's wieder heim. Ja, der Chris hat auch gemeint, oder Haube, wie kann man nur so ein grünes T-Shirt anziehen auf der Bühne? Tja, die sollen ja sehen, dass ich was arbeite. So, da hier das Catering-Team ist noch am Start. Okay. Also, tschüss. Naja. Hallo? Hallo? Mitfahrgelegenheit? Ja, aber nur wenn sie mir einen blasen. Oh nein. Nicht? Die hast du nicht gewaschen. Ach so. Stimmt. Doch. Nee, sicher nicht. Schauen Sie mal nach. So, viel besser. Auf geht's. So. Schaffen Sie die Motoren. Der Kerl ist leer. So. So, letzten 40 Kilometer. Und jetzt ist der Punkt ein. Oh, so, du nimmst ja gut auf. Lang gut. Fahrgemeinschaft. Fühlen Sie sich in der Lage zu fahren? Ja, Herr Wachtmeister. Geht so, ne? Oder ist es besser, ist es besser, wenn Sie sitzen bleiben? Hand über den Arsch frei vielleicht. Sonst fallen immer viel. Ich glaube, dabei belassen wir es mal.